Nein, ich habe mal keinen Kevin umgeklappt. Leise das Herz einmal her, bevor wir was anderes reden. Irgendwie, wir haben viel zu viele Reservierungen. Es wollen einfach viel zu viele Leute aufs Jugendball kommen. Was tun wir jetzt? Dann müssen wir ein paar Leute auslohnen. Ja, aber eins sage ich euch schon. Marzer lassen wir sicher keine aus. Da ist es besser, wir verzichten auf ein paar Prominente. Oder was man sagt. Ja, dann würde ich sagen, wir rufen am besten gleich ein paar an. Okay. Ja. Muss so sein. Sicher. Hallo? Ja, hallo Eddy. Da ist die Lisa von der JVB Matz. Ich rufe an wegen einem Jugendball. Woher hast du die Nummer? Ja, der Cousin von Hugo hat es mir gegeben. Du bist ja mit seiner Schwester zusammen. Woher weißt du das? Das weiß ja eh jeder. Ich habe eine neue. Was? Nein, aber nicht die eine Blonde aus Rohrbach, mit der du letzte Woche am Match so anbandelt hast, oder? Woher weißt du das? Naja, wenn du so blöd um und dumm tust, dann ist es wahrscheinlich eh besser, wenn du nicht zu unserem Ball kommst. Weil ich wollte dich nämlich gerade auslernen. Und nächstes Jahr, wenn du dich dann wieder gescheit anstellst, dann bist du wieder dabei, okay? Vierte. Hello Miranda, wie schauen wir aus? Und Sie sind? Na, ich bin's, die Romy, kennst du mich nicht mehr? Was wollen Sie hier? Also ich hab gehört, dass du beim letzten Mal in einem Drecksblau eine ziemlich schlechte Kritik über unseren Jugendball geschrieben hast. Sie lesen die Runway also nicht? Jetzt sicher nicht mehr. Und außerdem sollst du geschrieben haben, dass die Marzer kein Glas haben. Und sie haben weder Stil noch Sinn für Mode. Tja, ich glaub schon, dass die Marzer Stil haben. Das war keine Frage. Ach so, weiß nicht. Weißt du was? Auf die können wir gern verzichten. Du brauchst gleich gar nicht mehr kommen. So, Lady Gaga, Robbie Williams. Hallo? Ich bin Spider-Man. Ach ja, Spider-Man. Gut, dass du anrufst. Ich wollte eh schon mit dir reden. Du, wegen heute Abend, wegen am Ball, muss ich da leider absagen. Ich habe mich wirklich den ganzen Tag darauf gefreut. Ja, ich weiß es. Es tut uns auch wirklich leid, aber es geht nicht anders. Ich wünschte, ich könnte dir meine wahren Gefühle zeigen. Ja, das wünschte ich auch. Geh, komm jetzt, spinne da so. Spider-Man? Yo. Hey, Schorte, was tust du denn gerade? Nichts. Ich guck ein bisschen Fernsehen und kiff ihn blöder. Ganz allein? Was geht ab? Was geht ab? Was ist denn da los? Ist noch wer bei dir? Geh mal ins Telefon. Was geht ab? Yo, Duki! Geh mal ins Telefon! Yo. Was geht ab? Und was machst du so? Ja, mit Dank und ein paar Leute wieder von Jugendball auslohnen. Schön, schön. Ja, leider Schorte. Du bist auch dabei bei dir. Schön, schön. Ja, vielleicht findest du ja ein anderes Programm für den Abend. Ich guck ein bisschen Fernsehen und kiff ihn blöder. Okay. Na gut, werden wir schauen, wie wir den da rausbringen. Geh, Will, komm raus. Es hat keinen Sinn, dass du jetzt schon beim Scherer solch einem Klo einsperrst. Ich meine, es ist nichts Persönliches, aber es kann nicht jeder auf unseren Jugendball kommen. Geh, Will, komm raus, komm. Naja, dann wird der Scheiber solcher schon irgendwie raushauen.
Ich hab die 300er bis 500er. Oh. Hey, Happy, dein Telefon lädt! Der Brady! Geh da mal hin, komm gleich! Hey, Brad, schon lange nichts mehr gehört von dir. Hi, wie sieht's aus zu Hause? Eigentlich haben wir eine schlechte Nachricht. Aber warte, das soll dir lieber der Happy erzählen. Servus, Brad. Hi, mein Kleiner, wie geht's dir? Danke, mir geht's gut. Wir haben heuer leider zu viel Leute am Jugendball. Du allein warst ja kein Problem, aber wenn du deine ganzen Kinder mitnehmen willst, geht das einfach nicht. Ich melde mich nächste Woche wieder bei dir. Ciao, mein Kleiner. Ja? Hallo Colin, wie schon mal aus? Wer zum Teufel spricht da? Nee, ich bin's, der Pascal. Sie haben sich verwählt, Mann. Jetzt stell dich nicht so deppern. Ich muss mit dir reden. Sag mir, was du willst. Also, folgendes. Wir denken, es ist vielleicht besser, du kommst nicht zum Ball. Na, dann denk mal schön weiter. Ich leg jetzt auf. Nein, hey, ich will das ja erklären. Warum tun Sie das? Naja, weißt, wir brauchen einfach keine Schlägereien auf unserem Ball. Und wir wissen alle, dass du ziemlich schnell aggressiv bist. Fick dich ins Knie! Hey, das brauchst du auch nicht so. Es tut uns so leid. Womit habe ich das verdient? Warum gerade ich? So ist es auch nicht. Wir müssen mehrere Leute auslernen. Und da bist halt du auch dabei. Fick dich ins Knie! Erst, das kannst du vielleicht zu anderen sagen. Aber zu mir sicher nicht. Weil das ist kein Ort von dir, Alter. Du solltest nicht auf Bälle gehen, du gehörst in eine Therapie. Arschloch. Passt, alles da? Alles da? Alles erledigt? Ja. Dann darf ich sagen, steht einer leibenden Ball noch nichts im Wege. Ja, super. Ja, super. Haben wir es geschafft. Ja, weg.